Hallo und willkommen zurück zu einem erneuten Let's Play von Zoo 2 Animal Park. Ja, ihr seht schon, ich habe ein bisschen Geld gesammelt, nicht wirklich viel, aber ich habe extra nichts mehr gekauft, damit wir das hier zusammen machen. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen gelevelt, das ist leider, konnte ich leider nicht vermeiden. Bevor wir hier groß anfangen, habe ich eine ganz große Bitte an euch. Bitte schreibt mir mal eure Tipps und Tricks unten in die Kommentare, weil ich möchte ein Tipps und Tricks Video machen von Zoo 2. Die kommen eigentlich immer ganz gut an, werden viel geklickt und ich denke, das ist auch ganz gut, wenn wir uns die Tipps und Tricks ein bisschen teilen. So, ich sammle jetzt hier mal das Geld ein. Diese Geschäfte, diese kleinen Mini-Dinger hier, die bringen nicht so wirklich viel. Am liebsten würde ich die alle zusammenstellen. Ich weiß aber nicht, ob das was ausmacht für die Besucher, wenn die alle nebeneinander stehen. Sollte man die besser verteilen? Oder ist es okay, wenn die alle nebeneinander stehen? Mülleimer muss ich wohl noch hinstellen, weil hier liegt immer überall Müll. So, sammeln wir erstmal den ganzen Müll ein. Einen Hasen konnte ich wohl noch kaufen. Das habe ich gesehen. Das machen wir jetzt auch direkt. Ja, die Schildkröte kann ich auch... Was zum Teufel? Warum wurde ich vom Internet getrennt? Okay, ich habe mich neu eingeloggt und dann ging es. Also ich bin wieder zurück. Hi. Müll wieder einsammeln. Ich glaube, den Müll hatte ich den nicht eben schon eingesammelt. Ja, aber hallo, den habe ich eben schon eingesammelt. Warum hat er einfach nicht gezählt? Na gut, die ersten Bugs sind da. Na gut. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Doch, bei einem Hasen kaufen. Ich wollte einen Hasen kaufen. Da. Können wir nämlich. Jetzt kaufen wir den Hasen. Und ich hoffe, ich kann den da noch reinstellen. Hätte ich natürlich vorher gucken können. Hab ich nicht gemacht. Nein. Nicht genug Platz. Ja, hab ich gesagt, dass wir das machen? Ja. Ich würde sagen, was ist, wenn wir das vergrößern? Da passt es nicht. Oh Mann! Ja. Noch eins für einen Platz mehr. Ja, wir machen das jetzt. Nein! Stopp! Geht ja nicht. Wir müssen erstmal das verschieben. So. Das ist verschoben. Das müssen wir auch mindestens noch verschieben. Weiß jetzt nicht, ob wir das auch noch verschieben müssen. Könnte ich mir vorstellen, so, jetzt hier reinklicken. Das ist ein bisschen schwer, finde ich alles. So, das passt auf jeden Fall. Nein, da wollte ich nicht hin. Also das mit dem Umbauen. Oh Mann, ich will nicht da drauf. Ich will da die Blume. Ey, ich will die Blume. Ich komme nicht mal an die Blume dran. Nö. So, das können wir auch. Nee, das geht nicht aufleveln. Kann man hier aufleveln? Nö. Muss man erst Level 10 sein. Okay. Also jetzt können wir aber hier den Hasen reintun. Das war mir eigentlich nur wichtig. So, Hase ist drin. Gibt einfach nur 20 Punkte für diese Beliebtheitsdingsbums da. Aber das spielt keine Rolle. Hauptsache, der Hase ist da. So, ich brauche eine Mülltonne. Habe ich noch Mülltonnen? Da. Die stelle ich jetzt hier hin. Da. So. Nee, noch eine brauchen wir da nicht. Eine reicht. So, $25 einkassieren. Was machen wir noch? Natürlich machen wir das Gehege sauber. Ich weiß gar nicht, können wir auch noch ein Pferd kaufen? Könnte gut sein. Ich guck mal eben. Einkaufen, Tiere. Nö, Pferd. Ist full. Wir können ein Schaf kaufen. Nee, Schafe will ich eigentlich nicht. Wir können eine Schildkröte kaufen. Nee, hä? Kostet die nichts? Doch, 6.000! Ja, wir könnten zwei Schildkröten kaufen, aber dann ist vorbei.
Ah, ich kaufe jetzt zwei Schildkröten, ist egal. Die Faue machen wir einfach ein andermal. Ich kaufe jetzt noch die zwei Schildkröten. Boah, wie viel Müll hier ist. Wo kriegen wir die Müllmänner her? Frage ich mich. Woher? Hier sind immer so Blitze gewesen. Da weiß ich auch nicht, was es ist. Okay, Puzzleteil. Puzzleteile sind gut, glaube ich. Da können wir nämlich hier... Boah, habe ich schon so viele Puzzleteile gesammelt. Was? Ich habe echt viele Puzzleteile gesammelt. Ah, hier unten sieht man sogar, ob das häufige Puzzleteile sind. Seltene, sehr selten und einzigartig. Wenn wir die jetzt wegmachen, wir haben nur ein sehr seltenes. Na gut. Na gut. Aber Puzzleteile sind auf jeden Fall schon mal cool. Das weckt so ein bisschen den Sammler in mir. Was mir aufgefallen ist in meinen letzten Let's Plays, man spielt das Spiel eine Minute und dann hört die Musik einfach auf. Warum hört die Musik auf? Also das stört mich ein bisschen. Ich bin am Überlegen, ob ich die Musik einfach aufnehme am Anfang, immer wiederhole, also in Schleife packe und dann in die Videos im Nachhinein rein editiere. Muss ich wohl machen, leider, weil klappt ja nicht. Klappt ja nicht, ne? Also hier muss man nicht mehr sauber machen mit diesem tollen Wassergehege, Wasserdings da. Das finde ich echt cool, weil sauber machen ist ein bisschen doof. Dann lieber so ein Wasserloch rein. Aber ich kann ja jetzt nicht jedem Tier ein Wasserloch reintun. Hier die Eule. Ich habe einfach eine Eule, die ist ganz alleine. Mit der will keiner was zu tun haben. Also man braucht ja eigentlich mindestens zwei Tiere immer, oder? So. Nee. Da habe ich keine Tiere für, glaube ich. Mensch, muss man eben hier klar Schiff machen. Die freuen sich voll, die hüpfen da rum. Hier tun wir jetzt die Schildkröten. Boah, habe ich drei Schildkröten. Was? Ey, die sind nicht so groß. Was sind das denn für Riesen? Wow. Das sind ja Monster. Passt gar nicht mehr rein. Kein Wunder. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Ja, passt nicht. Ey, das sind ja Monster. Hab ich das schon gesagt? Die sind wirklich riesig. Also das, mein lieber Herr Schokolinski. So, jetzt haben wir noch einen Futterdruck gesetzt. Belohnung, wir haben einen V bekommen. Ja, mega. Sehr cool. Mir fehlt die Musik. Also ganz ehrlich, ne? Mir fehlt die Musik. V. Kasimir, ja, wissen wir ja, ne? Das drücke ich jetzt weg, weil... So. Das machen wir jetzt auch noch eben full. Nee, also das... Nee, also... Mit der Musik, das stört mich. Da muss man irgendwas sich auf jeden Fall noch einfallen lassen. Kann ich den... Nee, ich dachte, den kann ich jetzt einfach auch da reinschmeißen. Nee, ich würde gerne noch einen V kaufen. So. Den weg. Und den anderen V dafür da rein. So. Hä, wie hässlich ist denn der? Wie hässlich ist der denn? Das ist, glaube ich, eine Frau. Bei Vauen sind die Männer so voll hübsch. Ja, und die Frauen, naja, ihr seht es selber. Ich möchte jetzt nichts sagen. Ich möchte echt nichts sagen, aber Fotos sprechen Bände, würde ich sagen. Nee, also nee. Schön ist anders. So, wir gucken jetzt mal eben. Habe ich eigentlich... Guck mal, ich habe hier eine Blume. Ich stelle die jetzt hier hin. Neben die Mülltonne. So. Ich habe einen Stamm. Einen Stamm. Kann ich den weder da noch da... Der gehört irgendwo ganz anders hin.
Den kann man aber da reinstellen, den Futtertrog. Oh, Belohnung. Ich kriege nur noch Belohnungen heute. Sehr cool. Ja, besser jetzt als später. So, und was habe ich noch? Ja, Toilette können wir auch noch. Hallo. Toilette können wir auf jeden Fall auch noch eine aufstellen. Direkt hier. So. Neben die Mülltonne. Damit man schön belästigt wird, wenn man aufs Klo geht, damit dann einer vorbeikommt und ne, einen stört, wenn man aufs Toilette ist. So. Ich stelle das jetzt dahin, weil ich will einen so einen Pfahl. Hier so ein. Da geht's nach da und da geht's nach da. Ne? Ja, so stelle ich den auf. So, mal gucken, was wir noch haben. Laternen. Nee, es sieht irgendwie doof aus. Oh, 14 von diesen. 14. 14? 14 von diesen Blumen. Ja, das sieht man natürlich nicht, wenn ich die da hinstelle, ne? Ja. Ich stelle die jetzt dahin. Und zwar genau so. Lull. Ja, genau. Nee, nee. Den nicht mehr so, sondern so. So. Und den so. Und da kommt dann aber später eine Bank oder so rein noch. So. Toll. Hat genau gereicht oder was? Ja. Mega. Ich würde sagen. Ach, da ist da sogar eine Bank. So, die stellen wir jetzt erstmal. Ups. Ups, ups. Ich stelle die jetzt erstmal dahin. Das heißt aber nicht, dass sie da bleibt. Zumindest nicht so. Da lasse ich mir noch was anderes einfallen. Aber erstmal. Erstmal steht sie. Ne? Erstmal stehen lassen. So, dann. Oh Mann, wie ich das hasse. Hier diese Bäume. Da passt es nicht hin. Okay. Hallo. Waldgehege benötigt. Ach, das stellt man in ein Gehege. Ente, denk bitte nach. Mach keinen Blödsinn. Habe ich überhaupt ein Waldgehege? Ist das hier ein Waldgehege? Waldgehege! Dö-dö-dö-dö. Okay, perfekt. Hä? Wie Platz belegt? Sein Platz belegt, alles belegt. Ach! Aber an einem Waldgehege kann ich es bauen. Aha. Okay. Hä? Sind das andere Bäume? Ah, nee. Ja, lull. Lull. So. Stellen wir jetzt einfach hier rein. Fertig! Das war's für heute. Ich meine, wir haben eine ganze Menge gemacht. Ihr seht, der Zoo, der wächst. Ne? Also, ja. Kann man ja nicht anders sagen. Der wächst und wächst und wächst und wird immer größer. Und kann ich hier aufleveln? Nee. Erst mit Level 12. Ey, ich bin aber Level 10 bin ich ja schon fast. Ja, Mensch, ey, komm. Habe ich keine Tiere mehr? Ja, ich kann ja nicht eine Schildkröte irgendwo reintun. Nee, das passt ja auch nicht. Ja, ich habe ein freies Gehege noch. Mal gucken, was da demnächst reinkommt. Ich bin auf jeden Fall raus. In der Endcard findet ihr noch ein Video, auch von Zoo 2, falls ihr irgendeins verpasst habt. Ansonsten liked dieses Video, unterstützt mich, teilt dieses Video, wo auch immer. Ciao.